Der Fall hat vor wenigen Tagen für Aufregung gesorgt. Ein saudischer Diplomat verursacht einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Angeblich kann der Mann dafür nicht belangt werden. Unsere Reporterin Maike Greine ist der Frage nachgegangen, wie weit geht diplomatische Immunität? Berlin, die Hermannstraße im Stadtteil Neukölln. Hier hat der Unfall stattgefunden. Unsere Reporterin Maike will sich ein eigenes Bild vom Unfallgeschehen machen. An einer der gefährlichsten Straßen Berlins. Laut Polizeistatistik Platz 2 für die meisten Unfälle mit Verletzten. So, hier ist es passiert. Man sieht es noch an den Markierungen, wo das Diplomatenfahrzeug gestanden hat. 13. Juni 2017. Manfred I. fährt mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause. Ein Diplomat des Königreichs Saudi-Arabien parkt sein Auto im absoluten Halteverbot auf einem Radweg und öffnet die Tür. Manfred I. stirbt wenig später an seinen Kopfverletzungen. Dann meldet sich ein Augenzeuge. In seiner Wohnung hört er einen Crash, sieht aus dem Fenster und läuft hinunter. Ich war auch einer der Ersten, die da standen. Ehrlich? Als es passiert ist, ja. Da stand hier, sieht man noch die Markierung, ja. Stand so ein Porsche mit Diplomatenkennzeichen. Und hier, wo dieses Dreieck ist mit dem P, ja. Da lag der Fahrradfahrer. Krass. Lag auf dem Boden und hat sich schon nicht mehr bewegt. Was hast du mitbekommen? Wie hat der Fahrer sich verhalten? Der stand ein bisschen hilflos neben dran. Ich glaube, der war auch total unter Schock. War der irgendwie anders drauf als normaler Bürger oder? Der hat halt getan, was er machen konnte, hat Informationen gegeben. Ich glaube, der war da auch überfordert. Reagiert hat der Diplomat also wie jeder andere auch. Aber für die Polizei hat er durch seine Immunität einen Sonderstatus. Was das bedeutet, will Maike vom Pressesprecher der Berliner Polizei erfahren. Als die Kollegen von der Polizei Berlin beim Unfallort angekommen ist, haben sie gesehen, das ist ein Diplomatenfahrzeug. Wie ging es dann weiter, als das festgestellt wurde? Natürlich wird der Sachverhalt aufgeschrieben, aber es ist eben so, gegen einen Diplomaten dürfen keine polizeilichen Maßnahmen durchgeführt werden. Also das heißt, der muss nicht pusten, der kann auch gar nicht mitgenommen werden auf die Dienststelle, er wird nicht festgenommen. All das verbietet sich von vornherein. Wie wird die Schuldfrage geklärt, wenn nicht ermittelt werden darf? Im Zweifelsfall bleibt das Ganze ungeklärt. Das heißt, die Polizei kann in dieser Situation wirklich gar nichts machen. Was sagen die Anwohner am Unfallort dazu? Ja, das ist nicht korrekt. Wenn ein Diplomat ist oder ein Präsident ist, oder ist er immer ein Mensch. Ne? Warum sollte der nicht bestraft werden? Dass sie wirklich untouchable sind. Also das ist unfair. It's not fair. Naja, Diplomaten halt, ne? Die haben halt, die können sich ja alles erlauben. Aber warum sind Diplomaten eigentlich immun? Das will Michael von einem Botschafter in Berlin erfahren. Wir sind hier mitten in Berlin. In diesem Gebäude sind eine Menge Botschaften. Und zu der ganz oben, die Botschaft der Republik Djibouti, da will ich hin. Djibouti ist ein kleiner Staat in Ostafrika. Die Botschaft repräsentiert ihn bei uns in Deutschland. Das gesamte diplomatische Personal ist immun, genauso wie das Botschaftsgebäude an sich auch. Der Chef ist natürlich auch immun, Botschafter Mohamed Dileita. Wer hier rein darf, entscheidet nur er. Wenn Sie hier eine laute Party feiern und die Polizei kommt, wäre Ihnen das egal? Ja, die Polizei kann ohne meine Zustimmung nicht rein. Egal, was hier passiert. Maike ist also jetzt gerade auch unantastbar. Wenn sie was verbockt hätte, könnte sie der Botschafter hier ewig vor der Polizei verstecken. Botschaft? Hier kann die Polizei mir nichts anhaben. Jetzt schon. In erster Linie soll diese Immunität aber natürlich die Diplomaten selbst schützen. Sie sind die Botschafter ihrer Staaten und niemand soll sie einkassieren, erpressen oder unter Druck setzen können. Da auch ihre Autos immun sind, darf die Polizei sie nicht kontrollieren. Am Kennzeichen kann jeder sofort ein Diplomatenfahrzeug erkennen. Was bedeutet das Kennzeichen? Das U steht für Diplomatenauto. 202 steht für Djibouti. Und die Nummer 1 bedeutet, dass das das Auto des Botschafters ist.
car of the ambassador. Und jedes Diplomatenauto ist wirklich so immun, dass es keine Knöllchen und Bußgelder bekommt. Wir können also zur Residenz richtig Gas geben und über alle roten Ampeln fahren? Theoretisch ja. Wir könnten so schnell fahren, wie wir wollen, und die Polizei könnte mich nicht verhaften. Sie darf mein Auto nicht mal anhalten und schon gar nicht hinein. Aber für meine eigene Sicherheit wäre das nicht besonders gut. Der Botschafter von Djibouti hält sich an die Verkehrsregeln in Deutschland, aber eben nicht alle. Absolutes Halteverbot. Maike ist vor der mexikanischen Botschaft mit einem Mann verabredet, der die Verkehrssünden der Diplomaten kennt. Der Berliner Stadtabgeordnete Peter Trapp führt seit 10 Jahren eine Diplomatenstatistik. Wie vorsätzlich handeln die Diplomaten? Ich glaube schon, dass der eine oder andere davon ausgeht, ihm kann nichts passieren, also kann ich auch Verkehrsordnungswidrigkeiten begehen, weil es ja keine Folgen hat. Jetzt gab es einen tödlichen Unfall. Hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich glaube, beides hat etwas miteinander zu tun. Wenn ich mich an die Verkehrsregeln halten würde, wäre so ein Unfall nicht passiert. Und deshalb ist es wichtig, dass alle diplomatischen Vertretungen irgendwann mal einen Hinweis bekommen, dass man die Straßenverkehrsordnung der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten hat. Denn es gibt auch Diplomaten, die ihren Sonderstatus ausnutzen. 2800 Diplomatenautos sind in Deutschland unterwegs. Mit Falschparken und zu schnell fahren produzieren sie pro Jahr rund 400.000 Euro Bußgelder, die sie nie bezahlen müssen. Selbst wenn Diplomaten schwere Verbrechen begehen, passiert erstmal nichts. Was wäre, wenn wir beide jetzt eine Bank ausrauben würden? Zusammen? Yes. Nothing also. Mir würde nichts passieren. Zumindest nicht sofort. Die Polizei und die Behörden müssten zuerst mein Land Djibouti fragen, ob es meine Immunität aufheben möchte. Denn nur mein Land kann das. Und dann wäre ich wie jeder andere auch dran. Die Immunität schützt Diplomaten vor willkürlicher Verfolgung. Botschafter Mohammed Dileita könnte so von Deutschland nie unter Druck gesetzt werden, um deutsche Interessen in Djibouti zu erpressen. In seiner Privatresidenz erfährt Maike, dass seine Familie genauso geschützt ist wie er. Ihn über seine Liebsten zu erpressen, funktioniert also nicht. Sie können nämlich auch nicht bestraft werden. Das heißt aber auch, seine Kinder tragen durch ihren Sonderstatus viel Verantwortung. Die meisten Diplomaten halten sich an die Gesetze ihres Gastlandes, weil sie einen Staat repräsentieren und ihrem Land nicht schaden wollen. Aber wie geht die Botschaft des Königreiches Saudi-Arabien mit dem Tod des Radfahrers um? In einer Erklärung bedauert sie zwar den tragischen Unfall, aber keine Informationen darüber, ob dem Fahrer in Saudi-Arabien der Prozess gemacht wird oder wer für den Schaden haftet und die Witwe entschädigt. Wir haben die Botschaft um eine Stellungnahme gebeten, haben aber bis heute keine Antwort und keine Reaktion. Die einzige Institution, die jetzt auf die saudische Botschaft Einfluss nehmen darf, ist das Auswärtige Amt in Berlin. Dieses kann die Botschaft zur Stellungnahme auffordern. Das hat es auch getan, in Form einer sogenannten Verbalnote, die es an die Botschaft des Diplomaten schickt. Im nächsten Schritt kann es verlangen, die Immunität des Diplomaten aufzuheben. Wenn die Botschaft sich aber weigert und ein extremer Härtefall vorliegt, kann das Auswärtige Amt den Diplomaten selbst zur unerwünschten Person erklären. Dann muss er innerhalb von 24 Stunden Deutschland verlassen. Ob es so weit kommt? Wir hätten gerne gewusst, ob das Auswärtige Amt irgendwelche Schritte einleitet gegen die saudische Botschaft oder gegen den Diplomaten. Wir haben um eine Stellungnahme gebeten, aber bis heute keine Antwort, keine Reaktion. Willkommen in der Welt der Diplomatie. Aber was ist nun mit den Schadensersatzansprüchen der Witwe des Radfahrers? Muss die sich jetzt mit der Botschaft rumschlagen?
Das will Maike nun von Roman Becker wissen. Der Anwalt hatte schon in einigen Fällen mit Diplomaten zu tun. Die Immunität spielt für ihn dabei keine Rolle. Was würden Sie sagen, wer hat Schuld? Ja, ist die Haftung eigentlich ganz klar beim Autofahrer. Und dann hat natürlich der Hinterbliebene oder die Hinterbliebene Ansprüche, die dann geltend gemacht werden können. Das heißt, man kontaktiert ganz normal die Versicherung. Grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland ein Fahrzeug nur zugelassen wird, wenn auch ein Versicherungsschutz nachgewiesen wird. Das ist bei Diplomatenfahrzeugen nicht anders. Ein Verkehrsunfall, an dem ein Diplomat beteiligt ist, ist also auch ein ganz normaler Versicherungsfall, der über die Kfz-Versicherung des Diplomatenautos abgewickelt wird. Nur bestraft werden können ausländische Diplomaten bei uns nicht. Dafür genießen aber auch unsere diplomatischen Vertreter in anderen Ländern den vollen Schutz der Immunität.